weil sie auf einer Viertelmeile kaum abzuhängen sind. Jeder Cowboy hat 7, 8 Pferde zur Verfügung. Sie werden von der Ranch gestellt. Auf dem Rücken dieser Tiere fühlt sich der Cowboy, wie es im Lied heißt, wie ein König. Was bedeutet es, ein Cowboy zu sein? Well, a cowboy to me is a sort of an independence. It's a freedom. Ein Cowboy ist für mich, so Jeff Lane, dessen Familie die Bear Ranch besitzt, ein Cowboy ist so etwas wie Unabhängigkeit und Freiheit. Die Möglichkeit zu erkunden, ständig zu erforschen. Man ist als Cowboy immer schöpferisch. Der Cowboy lebt in einer Welt, die auf guten Traditionen gründet. Eine Welt, die sich kaum geändert hat. Es gibt keine Technologie, die das Pferd ersetzt hat. Auf der Bell Ranch werden die Traditionen gepflegt. Zum Roundup werden Zelte aufgeschlagen. Die Cowboys lehnen es ab, abends im Pickup nach Hause zu fahren. Gegessen wird auch nicht im Chuckhaus, sondern wie in alten Zeiten geht der Chuckwagon, der Küchenwagen, mit. Auch am Cowboy-Dress hat sich wenig geändert, aber Kleider machen noch keinen guten Cowboy. Er muss fest im Sattel sitzen, auch wenn das Pferd hinten und vorne hochgeht. Die erste Herde nähert sich dem Lager. Im Morgengrauen waren die Cowboys 10 Kilometer weit ausgeschwärmt. Im unwegsamen Buschgelände gehört viel Erfahrung, Ausdauer und schnelle Reaktion dazu, die verwirrten Rinder in die gewünschte Richtung zu treiben. Sie träumen von einer eigenen Kuhherde. Aber, wie sie selbst sagen, kommt eher ein Viehdieb in den Himmel als ein Cowboy in den Besitz einer Ranch. Es geht zahm zu im Vergleich zu den dramatischen Rindertricks vor 100 Jahren. Die Strecken sind kürzer, die aufgescheuchten Tiere besser unter Kontrolle zu halten. Stampedes sind nicht zu fürchten. Keine Gefahr, dass die Rinder in Panik wie eine Lawine alles niederwalzen. '75 gab es 132 Millionen Rinder in den USA. Heute sind es nur gut 100 Millionen. Betriebe wie die Bell Ranch, die es sich leisten, auf riesigen Flächen Rinder weiden zu lassen, werden immer weniger. Wie 1886, als ihre Boomzeit abrupt zu Ende ging, ist die Existenz der Cowboys 100 Jahre später erneut bedroht. Diesmal durch die Landwirtschaftskrise. Die Cowboys sind Romantiker, fixiert auf die Vergangenheit, stellt die Studie The American Cowboy fest. Sie wollen sein wie ihre eigene Legende, edel, unbeugsam, frei und souverän. Der Inbegriff des amerikanischen Ideals von der unbegrenzten Freiheit. Amerika wird eine solche Symbolfigur nicht fallen lassen. So kommt während des Roundups die Nachricht nicht überraschend, dass das Interesse an Beef, an Rindfleisch, wieder steigt.
modern day drifter, don't you hold on to nothing too long. Just take what you need from the ladies and leave them with the words of a sad country song. Ich habe Cowboys gekannt mit geschundenen Körpern und verwirrtem Geist, gebeutelt von Einsamkeit und Schulden. Aber ich habe kaum einen getroffen, der nicht unendlich glücklich darüber war, Cowboy zu sein, schrieb einer der Poeten des Westens. Wir reiten mit Cowboys und ihrer Herde, Männern, die die Welt der alten Bücher noch einmal erleben wollen. Ein Cowboy-Alltag beginnt in der Prärie von Kansas. Jim beschwert sich. So will er nicht gefilmt werden. Was sollen die Frauen denken? So ist schon besser. Alles ist echt im Camp des großen amerikanischen Viehtriebs. Sogar der Cholesteringehalt des Frühstücks. Die Männer ums Lagerfeuer sind keine Greenhorns mit unerfüllten Städterträumen, sondern Profis, die sich einen Job vorgenommen haben. Dancer Davis erklärt. Am 5. März haben wir mit unserer Herde Fort Worth, Texas verlassen. Wir ziehen den alten Trail nach Dodge City, wo früher das meiste Vieh auf Eisenbahnen verladen wurde. Wir aber wollen weiter durch Nebraska und Wyoming nach Miles City, Montana, wo wir am 3. September ankommen. Nach 6 Monaten und 1400 Meilen auf dem alten Trail. Seit mehr als 100 Jahren hat das keiner mehr gemacht. Es wird auf den Ranches des Westens immer Cowboys geben. Aber die rastlosen Viehtreiber, die zu Pferd das Herz des Kontinents erschlossen, sind längst durch Dieseltrucks ersetzt. Wenigstens einmal wie die großen Vorbilder durch die Weiten des Westens ziehen, für sich selbst und zur Show für andere. Davon haben Dancer und Will ein Cowboy-Leben lang geträumt. Jetzt erfüllen sie sich ihren Traum und stellen fest, es ist nicht einfacher geworden. Wir haben Probleme, von denen die früher gar nichts wussten. Glasscherben, Autos, Zuschauer. Zäune und Straßen knurrt Will dazwischen. Die konnten damals den Sternen folgen. Trotzdem haben wir den größten Respekt vor den Jungs. Die haben Geschichte gemacht. Das kann keiner kopieren. Wir können vielleicht an die alten Werte erinnern, aber wir werden nie wirklich so sein wie sie. Bring back some ideas of basic values from it all and portray it, but we could never do what they did then. I give your horse that gal over there. Eldon reitet heute Morgen schon sein zweites Pferd müde. I'm gonna go on out there and I'll be right back. Jeden Tag treiben sie von Neuem die Herde zusammen. 300 Tiere verteilt auf der 3000 Hektar großen Weide eines gastfreundlichen Ranchers. Die Zäune des Westens sind weit gesteckt. Rindern arbeiten sie auf ihren Ranches jeden Tag, da macht ihnen keiner was vor. Aber die Herde täglich 15, 16 Meilen weitertreiben mit einem Terminplan im Kreuz und mehr als 1000 Meilen vor sich, das ist die Herausforderung, die sie gesucht haben. Immer wieder brechen Tiere aus. Es klappt nicht, wie es sollte. Die Stimmung im Lager ist oft gereizt. JD, der abends am Lagerfeuer sang, ist mal wieder sauer.
Den Scheiß, von dem hier die Rede ist, haben nicht die Kühe gemacht. Am Abend kommt der Boss. Bud McHasland stinkt's. Bud ist Geschäftsmann, der einzige Hobby-Cowboy hier. Er hat sein Geld und seine Energie in den Traum vom großen Viehtrieb gesteckt. Und jetzt ist er kaum dabei, weil er sich dauernd mit Polizei, Versicherungen und Geldgebern streiten muss. Jetzt ist ihm auch noch der Trail-Boss weggelaufen, der Ober-Cowboy. Der Great American Cattle Drive ist kein luftiger Traum und auch kein Abenteuer für einsame Reiter. Eher ein Tourneezirkus mit rollendem Material und Helfern und mehr PS als Pferden. Der neue Cowboss stellt sich vor. Bruce erklärt, dass hier in Zukunft ein paar Sachen anders laufen werden. So einfach, mit einer Ansprache, sind Respekt und Zuneigung der Cowboys nicht zu gewinnen. JD kriegt immer noch nicht die klaren Anweisungen, die er will. So allmählich wird allen klar, worauf sie sich da eingelassen haben. 6 Monate ohne Zuhause, ohne Dach überm Kopf, eine müde, trottende Herde über eine Entfernung wie von Hamburg nach Tunesien treiben. Trotzdem, meint Jerry, kann man das hier nur hart finden, wenn man das süße Leben kennengelernt hat, wie wir. Was soll das heißen? Sind Cowboys heute verwöhnt? Ja, genau das. Ja! Für die grobe Arbeit haben die Cowboys jugendliche Straftäter dabei, die zur Bewährung die Werte des alten Westens lernen sollen. Das sind extrem harte Kids, sagt Mike, der für sie verantwortlich ist. Aber nach 1-2 Monaten sieht man das Gute in ihnen. Arnold haben sie bei Gangschießereien in San Diego erwischt. Was kann einer wie er denn hier lernen? Number one is like my anger. Meinen Zorn kontrollieren. Früher bin ich einfach ausgerastet, high mit Drogen und so. Und hinterher war ich immer noch im selben Dreck. Wir machen hier eine Menge zusammen durch. Und dann schicken wir ihn zurück in die Straßen von San Diego. Das macht mir Angst. Und ihm noch mehr. Nach 16 Meilen und 7 Stunden im Sattel kommen die Cowboys mit der Herde ins Camp und mit ein paar unentwegt. Als Jim Campbell ein kleiner Junge war, sah er die tiefen Wagenspuren des alten Trail noch durch den Garten der Eltern gehen. Als Jim vom neuen großen Viehtrieb hörte, wollte er nicht nur Zuschauer sein. Er hat sich ein Pferd gebaut. An so einem Abend zweifelt er dann doch, ob es klug war, sich diese Strapaze mit 83 Jahren noch zuzumuten. Auf halber Strecke wäre ich am liebsten abgestiegen. Ich wäre nie wieder raufgekommen. Die Bewährungshelfer verabschieden einen ihrer Zöglinge mit einer alten Indianerzeremonie. Als Robert zum Trail kam, war er ein verhaltensgestörtes Kind, berichtet Mike. Steinhart, unfähig zu Emotionen. Die Cowboys sind zu dem Kind hinter der abweisenden Fassade durchgedrungen. JD hat ein Gedicht für Robert gemacht, über wilde Pferde, die ab und zu die Sporen brauchen. Cowboy-Poesie. Robert versteht das jetzt. Bruce, der nicht nur Cowboy ist, sondern auch Polizist, sagt, solange ich ein Haus habe, hast du ein Zuhause. Abends feiern sie in der Hufeisenbar von Buffalo.
Nicht Roberts Abschied, auch sonst nichts Besonderes. Einfach nur, dass mal wieder eine anständige Bar in für Cowboys erreichbarer Nähe ist. Nach einem traumhaften Morgen, ein Tag Realität. Cowboys 1995. Eine Herde trottet im Straßengraben. Die Ruhe trügt, meint J.D. Die Herde ist uns schon zweimal durchgegangen und die sind auf Asphalt genauso gefährlich wie auf der Weide. Nach zwei Monaten erreicht die Herde die erste wichtige Station. Hier waren die meisten Viehtriebe zu Ende. Die Herden wurden auf Eisenbahnen in die fleischhungrigen Städte des Ostens verladen. Die Cowboys versoffen und verspielten ihre karge Bezahlung und ritten wieder nach Süden, um neue Steaks zu holen. Dodge City, die Stadt mit der großen Western-Tradition, leitet die Herde auf die Umgehungsstraße. Die Longhorns und ihre Hüter sind den Stadtvätern unheimlich. Der Westen war nirgends wilder als in Dodge City, aber das ist verdammt lang her. Rice, Polish sausage, Spanish style, and we have. Solange das Essen in Ordnung ist, kann die Bezahlung lausig sein, war die Regel der alten Rinderbarone. Das gilt heute noch. $1,500 verdient ein Cowboy im Monat. Ruhetage gibt es nicht. Aber wir haben keinen Klagen hören. Eins hat sich geändert. Das alte Blechgeschirr ist aus der Mode gekommen. Sogar der stolze Ace Wright ist ein Styropor-Cowboy. Ich mag das alte Zeug ja, meint er. Aber wenn du heißen Kaffee draus trinkst, verbrennst du dir die Zunge. Satt und zufrieden in der Abendsonne kommt man in die Stimmung, über den Sinn des Unternehmens zu reden. Ich glaube, unsere Jugend braucht heute wieder Vorbilder wie die Cowboys. Die Supersportler, die Millionen scheffeln, sind nicht das Wahre. Cowboys waren nie geldgierig. Die haben gearbeitet, von Sonnenaufgang bis Untergang. Das waren ihre Werte. Jerry, dein Freund ist arg romantisch, hm? Dancer und seine Reden, damit macht er die Frauen ganz wild. Ja, mein Dancer, aber dann musst du auch was bieten. Dafür, mein Jerry, hast du mich dabei. I'll come in for some coffee too. If I drift off to dream. Vielleicht ist der Cowboy ja eine tragische Figur. Aber er empfindet das nicht so. Ein Cowboy nimmt die Tragik seiner Existenz und formt daraus das romantische Bild vom wahren Mann auf seinem Pferd. Larry McMurtry, der Poet des Westens, hat das geschrieben. Wir kennen jetzt Männer, die zeigen, dass das heute noch stimmt. Sie heißen Will und J.D., Ace und Bruce und Dancer. Sie sind auch heute Abend unterwegs. Irgendwo zwischen Nebraska und Montana, auf dem alten Trail. When my memories go wandering the places I've been, time for a moment stands still. I can see in the distance a great dark eye.